Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der auf diesem Marsch. Jetzt habe ich's. Wir werden jetzt noch ein bisschen die Kühe versorgen. Wir werden einen Kurs einfahren für Wasser. Mal schauen, ob das klappt. Und dann, ja, wir sehen ja, wir haben aktuell Regen. Aber das ist okay. Noch stürzt nicht. Als nächste Möglichkeit zum Arbeiten, wir wollen, also ich will im Prinzip erst Gras ernten, also eher mähen und zur Silage pressen und dann entsprechend aussehen. So, mal schauen wir hier vorne hier im Hinstellen. Ein bisschen weiter fahren wir noch. Da, klarer Startpunkt. Dann holen wir ein bisschen größer aus, weil ein Bauer sieht nicht so. Normalerweise können wir auch tanken gleich, ne? Das macht Kursplay automatisch, ne? Wenn wir das hier mit schließen. Fahren wir hier am Trigger ran, hier am Abladepunkt. Und dann werden wir uns hier einschränken. Dann fahren wir hier zurück. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, weil er zu eng ist. Aber immer auf der Wiese fahren ist ja auch doof, ne? Anführungszeichen. So, jetzt sind wir hier wieder angekommen. Und stopp. Speichern. Jetzt mal kurz einstellen, was wir haben wollen. Wasser. Einstellen. Macht schon mal voll. Wir speichern mal ab. Wasser. Ja, sind dann die Milchkühe. Na, Kühe, ne, Kühe. Speichern. So, dann können wir gerade schauen nach unserem Forstgerät, was wir uns holen werden. Da werden wir uns einfach mal einen leihen. Gut, der macht leer, das passt. Schauen wir nach dem Wald. Feld 14 wird auch gekauft, sobald wir das, ja, sobald wir das nötige, was eigentlich drauf. Vielleicht sieht das ein Bauer was aus. Aber dann wird es gekauft. 14 wird auf jeden Fall gekauft. Wunsch wird erfüllt. So. Wald. Was haben, wo haben wir Wald? Heizkraftwerk beim Sägewerk wäre logisch, wenn wir das erst kaufen würden. Eine preiswerte Fläche. 160.000. Und die ist schon ein bisschen teurer. Und größer. Das ist der Rest. Kann man sich auch noch alles kaufen. Vor allen Dingen bezahlbar. Wegen Winter. Passt schon. Was ist da für eine Fläche? Ich werde das mal den Wald am Sägewerk kaufen. So. Dann müssen wir ein bisschen arbeiten, besorgen, die wir machen können, ne? So, Sägewerk ist oben rechts. Aber mal zum Sägewerk. Hm, 23. Tank ist voll. Hopp. Timer aktivieren.
Rechnen ist warm. Ja, und Verkaufspunkt hinstellen, damit wir keine Fahrzeuge so abfahren haben müssen. Entschuldigung. Wir haben mittlerweile 13:27 Uhr im Spiel. Also mit dem Wasser, das läuft schon mal, alles gut. Futter kommt auch gleich hinterher. Futter haben sie ja noch. Stroh muss noch rein. Stroh ist nicht so wichtig, nicht notwendig. In Anführungszeichen, wenn kein Stroh da ist, gibt es halt nur Güll. Das passt auch schon. Muss ich mal schauen, welcher Wald mir gehört. Der nicht. Aber der wäre auch so ein schöner Wald zum Wegforsten. Da kann man hier was hinstellen. Pff, weiß ich. Produktion, Sägewerk oder sowas. Mal genau gucken. Wenn wir gleich mal einen Blick riskieren zum Säge, Quatsch, schon zur BGH. Denn da ist ja noch ein bisschen. Ja, und da ist der gelbe Hänger. Aber wie gesagt, der gelbe Hänger, der kippt ja nach oben ab. Ist etwas von Stall ungünstig. Ne? Baumwolle ist im Arsch. Also Baumwolle wird hier nicht mehr wachsen. Gut so. Wer Nordamerika-Kader hat, der kann es durchaus tun. Aber auf der Marsch im Norden von Deutschland, Nordwesten von Deutschland, kann es gar nicht wachsen. Ist ja viel zu kalt. Das ist der Wald geradeaus. Also die Bäume, die jetzt diese, wo ich mal getestet hatte, sind nun alle weg. Und wenn einer da stehen würde, wäre für mich auch kein Problem. Würden wir halt fällen, ne? Also ich überlege mir doch noch einen Outroad-Hänger zu kaufen und dann alles zum Ding zu fahren, das ist okay. Weil so viel Holz ist auch nicht. Vor allen Dingen können wir dann entsprechen. Hier wollen wir die Länge noch einstellen. Und zwar Meter wäre Blödsinn. 11 Meter soll optimale Länge sein. Später holen wir den LKW. Und dann haben wir dann entsprechend Holz. Verkaufen. Hat nur die Kleingeld verdienen für die. Und zum nächsten Winter noch ein bisschen mehr Wald machen. Und dann mal schauen, ob wir was nachpflanzen. Ne? Wo liegt der? Ich dachte, er war weg. Oh, schön abgemäht. Abgesägt. Abgemäht. Das wird schon dicker. So lang. Oh, dick ist er. Lang eher weniger nicht. Oh, länger wie die anderen, ne?
Ah, das passt schon. Hier so ein Restweihnachtsbaum, ne? Weihnachten können wir schön Fehler marschieren. Der war lang. Also ein kleiner, aber ist halt so, ne? Werden zurückfahren. Okay, Beule. Beule. Und da fliegen die Fetzen hier. So ein, so bitte. Bei der anderen noch? Ich will bald voll sein normalerweise. Müsste mir so ein Futterlager hinbauen. Da muss. Oh, füllt immer noch Wasser ein. Mann, haben die einen Durst. Also Futter habe noch genug drin, das ist noch sehr lang. Mal sehen, was das passiert, wenn die Nacht kommt. Wenn die 2 Tage um sind, dann muss das Futter noch für 2 Tage reichen. Aber da ich noch vorher viel drin hatte, fast für 10 Tage, wird das, muss ich mal sehen, ob das reicht. Oder ob das Schlechtwerk als Mist. Oh, schöner Stamm, da habe ich auch schönes Geld. Das erste Mal, wenn ich auch mal Holz mache. Gezwungenermaßen. Ich meine, ich könnte, die Felder könnten schon bestellt werden, das ist richtig, aber wie gesagt, ich will das Gras ja entsprechend davor ernten. Und dazu müssen wir morgen den Tag abwarten. Ich denke mal, morgen können wir schon anfangen mit der Mähen. Immer noch einen zweiten Dings kaufen, damit wir den zweiten Traktor auch mähen können. Wir müssen halt zur Not den Gerätschaft ausleihen. Zur Not. Komm mal da über. Dann muss ich Brenner ausnehmen. Wird dann so hoch gemacht. Keiner Mensch rüber.
Noch so einer, der so hoch ist. Donnerwetter im Frühjahr, na ja, gut. Zurück. Oh, das ist nicht gut. Wieder springen wie Bock. Also nicht. Hoffe jedenfalls. Nicht so dick, so tief. Oh, donnert hier. Aber nicht bei mir draußen, aber im Spiel. Glaube, der mit Wasser ist er fertig. Das ist gut. Da muss ja ein Loch gewesen sein. Ups. Entschuldigung. Oh Mann, ey. Hör auf. Okay, normal. Viel kleine Räuber, oh, da bringt nicht viel Geld. Die dicken schon, aber die kleinen bringen nichts. Na gut, okay. Vielleicht pflanzen wir noch welche. Aber eher unwahrscheinlich. Ich sag mal, ich schließe es nicht aus.
Mal gucken, was unser Wasserfass macht. So warm der Rechner. Entlassen. Oh, noch Strom. Hat er nicht Strom. Wasserfass fährt sich aber blöd, ne? Susan, rückwärts fährt sich das doof. Aber wir können ja hier reinfahren, vorwärts und dann drehen. Und wettermäßig wird besser. Der Regen, na Quatsch, Frühling, ja. Ne, Regen. Regen wird nicht besser. Können wir löschen. Stellen wir einmal hier so rein. Das passt schon. Später wenn wir anders überlegen uns was anderes, einen größeren Fass. Vielleicht gibt es auch dann so holen einen Anhänger vom Händler. Aber Stroh holen können vom Lager. Mal schauen, wie der Hänger sich macht. Naja, da kein Vermögen kostet. Jetzt wird nicht besser, das Wetter. Da kriegen wir nichts, da kriegen wir nur abladen. Drehen wir um, hier um die Ecke. Stroh. Ist leider etwas unrealistisch. Stroh durchs Rohr. Birne genau gleiche. Aber Körnerfrüchte schon, Zwiebeln auch nicht, Karotte auch nicht, gerade. Ja, würde ich nicht empfehlen. Verstopft garantiert, Stroh. Aber wenn man das LS nicht so genau nehmen, das. Ja, logischerweise, ein Ballenlager gibt es allerdings. Ich habe einen runtergeladen, aber noch nicht aufgebracht. Okay, wir haben aktuell auch keine Ballen. Der Hänger von der Größe her passt. Aber was nicht passt. Mal gucken, ob das mit Kippen passt. Ah. So, seitlich sicherlich. Das ist ein bisschen besser. Weil. Da habe ich mir gedacht, dass ich nicht alles brauche. Ist aber okay. Und plane zu. Und dann passiert nichts, ne? Oh, schön Kälbchen kriegen und Milch bringen. Ich weiß zwar nicht, wo die Kälber hinkommen. Nicht. Normalerweise werden die verkauft. Beziehungsweise. Ja, wo stellen wir den am besten hin? Hier müssen mal die Kalkpaletten wegräumen. Bei Gelegenheit. So, liebe Freunde, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen.
würde mich freuen über ein Abo oder ein Like. Auch dafür ein Danke. Und natürlich freue ich mich auf ein Wiedersehen morgen zur selben Zeit. Dann sagen wir Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao.